Es ist das dramatische Ende eines vermeintlich illegalen Autorennens. Am Freitagabend jagen zwei Autos durch Oldenburg. Die Fahrer verlieren die Kontrolle über die Fahrzeuge. Es kommt zu einem schweren Crash. Ein Auto fängt sogar Feuer. Hier in einer Aufnahme unmittelbar nach dem Unfall zu sehen. Aus den umliegenden Häusern eilen Anwohner zu Hilfe. Als die Rettungskräfte eintreffen, kommt es zu Auseinandersetzungen. Die Unfallbeteiligten waren unter Schock. Und innerhalb kürzester Zeit haben sich hier diverse Freunde, Familie, Angehörige und so weiter eingefunden, sodass hier die Emotionen ein wenig hochgekocht sind. Dazu mussten halt die Beteiligten auch erst einmal beruhigt werden, bevor sie überhaupt sich in Obhut der RTW-Besatzung gegeben haben. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Bislang gehen die Beamten davon aus, dass das Rennen spontan zustande gekommen ist. Mehr Nachrichten und Breaking News nur bei Bild. Schau dir hier das nächste Video an und vergiss nicht zu abonnieren.